So, über Nacht ging mein Video über Laskas Antwort auf Timematic auf Platz 34 der YouTube-Trends. Das Thema scheint euch zu interessieren. Gruß an alle Konjunktivkrieger, die den YouTube-Algorithmus geknackt haben. Und es gibt auch keine Zeit zum Verschnaufen. Nachdem Laska sein Video-Statement veröffentlichte, gab es von Timematic auf das Video direkt eine Reaktion. Er postete dieses Statement hier bei Facebook. Er schreibt dort: Du willst also antworten. Du Wannabe, schreibst nicht mal eigene Texte, klaust deine Beats etc. Wenn du antwortest, dann mach bitte zur Abwechslung mal was Eigenes. Und eine kleine Info am Rande: Ich habe keine Grenzen überschritten. Ich habe die meiste Zeit nur Real Talk gerappt, ohne deine Freunde, Familie oder sonst wen mit reinzuziehen und dich damit schon gefickt. Diss mich und ich ficke dich mit Punchlines, bis du mich liebst. Ein klares Statement von Timematic, der sich vor einem Diss aus Laskas Richtung nicht fürchtet. Er legte nach diesem Statement mit einer visuellen Auskonterung nach, als er auf Laskas Warnung mit dem "Zieh dich warm an" so reagierte. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Timematic und ich wollte nur mal sagen, dass ich mich jetzt auf jeden Fall ganz warm angezogen habe, weil mir wird auch langsam ein bisschen kalt. Ich merke nämlich, dass die Leiche von Laska im Kofferraum ein bisschen abkühlt. Dass es zu einem Battle kommen wird, ist klar. Die Frage bleibt nur noch der Ort und der Rahmen des Ganzen. Einige von euch haben das JBB-Bonus-Battle vorgeschlagen, damit es auch möglichst viele Leute mitbekommen. Sehr interessante Idee auf jeden Fall. Bis dahin bleibt es sicherlich spannend, denn wenn man nach den Kommentaren zu meinem letzten Video geht, scheint kaum jemand noch auf Laska zu setzen. Mal schauen, was da kommen wird. Der Vorteil liegt im Moment auf jeden Fall klar auf Timematics Seite. Sofern sich da etwas tut, werde ich euch hier darüber informieren. Ansonsten danke für die YouTube-Trends. Oben rechts erscheint jetzt ein Hi-Logo. Draufklicken, digitalen Daumen amputieren und die beiden letzten Videos verlinke ich euch hier. Danke euch.